Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Kühlschränke-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Hisense RS670N4BC2. Wenn es sich um ausgezeichnete Kühl-Gefrier-Kombinationen handelt, muss der Hersteller Bosch natürlich nicht fehlen. Mit einem Gesamtfunktionsvolumen von 287 Litern ist dieser Kühl-Gefrier-Schrank eines der wesentlich größeren Modelle in unserem Vergleich. Die Oberfläche des Kühlwerkzeugs ist mit einer Anti-Fingerabdruck-Abdeckung versehen, um sicherzustellen, dass der Reinigungsaufwand nicht vollständig eliminiert, aber erheblich reduziert wird. Mit dem Leistungswirksamkeitskurs A++ ist die Bosch Kühl-Gefrier-Kombination sparsam und benötigt jährlich rund 219 Kilowattstunden. Zu den Attributen und auch Funktionen des Tools gehört beispielsweise das Low-Frost-Gerät, das sicherstellt, dass man das Innere seltener auftauen muss. Umzug auf Nummer 4, haben wir die LG Electronics GSL. Da wir Ihnen die ersten 3 Entwürfe von Kühlgefrierkombinationen vorgestellt haben, in denen der Kühlgefrierschrankbereich unterhalb des Kühlfachs aufgeführt ist, möchten wir Ihnen ein Design zeigen, in dem beide Bereiche in unserem Kontrast nebeneinander eingerichtet sind. Der Kühlschrankkombi lässt sich mit Flügeltüren öffnen und wirkt mit seinem Edelstahllook ebenso trendy wie modern. Unabhängig von der Größe und Geräumigkeit des Kühlgefrierschranks ist es mit dem A++ Energiesparkurs im Verbrauch erschwinglich. Mit einer Gesamtfähigkeit von 516 Litern bietet dieser nebeneinander liegende Kühlgefrierschrank genügend Platz, um Lebensmittel für ein großes Familienmitglied zu halten. Auf Platz 3 haben wir die Comfrisider B-Side. Der Kühlgefriermix von Boman punktet ebenfalls mit dem Leistungseffektivitätskurs A++ und nimmt damit besonders wenig Power auf. Dies zeigt an, dass die Nutzung halb so groß ist wie zum Beispiel bei einem vergleichbaren Gadget mit der Energieleistungsklasse A+. Den durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch für dieses Design definiert der Anbieter mit 130 Kilowattstunden. Mit einem Gesamtvolumen von 264 Litern eignet sich das Gadget für ein Einzel- oder Barhaus zusätzlich zu kleinen Familien. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Bosch KGE39i40. Dieser Siemens-Kühlgefrier-Kombination-Mix ist größer als das oben beschriebene Samsung-Gerät und bietet damit auch noch mehr Platz zum Einsparen von Lebensmitteln. Insgesamt gibt es 337 Liter, die beide Bereiche des Kombis aufnehmen können. Im Kühlschrankbereich werden 249 Liter sowie weitere 88 Liter im Kühlgefrierschrankbereich angeboten. Mit einer Höhe von 201 cm ist es nur eines der höchsten Designs im Kontrast, und das Gadget wird aus diesem Grund nicht einen Ort in jedem Küchenbereich entdecken. Genau wie die angebotene Samsung-Version ist auch dieser Siemens-Kühlgefrierschrank wirklich leise. Die Schallemission in der Luft beträgt 38 Dezibel. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Boman VS3171. Der erste Kühlgefrierschrank in unserem Vergleich stammt von Samsung. Das 1,78 Meter hohe Modell hat eine Gesamtfähigkeit von 286 Litern und bietet genügend Platz, um ein paar Menschen zu Spaß zu machen. Die freistehende Kühlgefrierkombination ist silberfarben und begeistert mit ihrer außergewöhnlichen Handarbeit. Der Kühlschrankteil der Kombination beschäftigt sich mit der Basis der modernen Multi-Airflow oder Dynamic Multi-Flow-Technologie und besteht, um nur einige Punkte zu nennen, aus einem Cool Select Area. Dies ist ein separater Schrank, in dem Sie das Temperaturniveau zwischen 0 Celsius sowie 3 Celsius wählen sowie so bestimmen können, welche Art von Lebensmitteln Sie darin lagern möchten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.